Wenn wir die 10.000 Kalorien schaffen müssen, wollen, müssen wir richtig reinhauen. Shish! Sind das 10.000 Kalorien? Hoffentlich. Ich mache mir auf jeden Fall die Pizza schon mal. Die andere danach vielleicht auch noch, sonst morgen früh. Fress noch ein paar Eis. Ah, so eine Suppe hier kann man sich später auch noch gönnen. Riesen dürfen auch nicht fehlen. Ja, das ist AJ dann, glaube ich, ja. Schnüre, Digga. Alter, wer ist denn Schnüre? Seid ihr verrückt? Nice Schoko haben wir auch noch. Da wir ja nicht so abgehobene YouTuber sind, müssen wir natürlich auch noch abheben und Red Bull trinken. Und zum Verdauen ein paar Chips. Pünktlich vor Ladenschluss haben wir es nochmal geschafft. Leute, ich würde sagen, ja, ich snack erstmal. Leute, AJ hatte die freie Entscheidung über den Einkauf und dieses Eis ist sehr geil, AJ. Oh, okay, ja, wir rechnen am Ende zusammen, wie viele Kalorien wir zu uns genommen haben. Ich gönne mir jetzt direkt ein paar Eis, Alter. Zum Warmmachen. Ist logisch, weil es ja kalt ist. Ne? Die Aussage hätte von Montana Black oder Gurkensohn kommen können. Weil über meinem Niveau war die auf jeden Fall schon. Digga, wie kannst du da reinbeißen? Mein Mund. Da ist ein Gast. Wenn ich das schon sehe, was AJ gerade macht. Wie ein AJ. Das ist übelst der Jackpot, ne? Weil guck mal, die kann man essen wie nix, so, weißt du, die schmecken so. Ja. Und die haben fast 300 Kalorien pro Portion. Das heißt, ich muss 4 Stück essen und das schaffe ich easy, habe ich schon 1200 Kalorien. Damit hätte ich fast 2 Hühnchen gesnackt. Nur, dass ich dir noch welche klaue später. Nö. Ah, jetzt übertreibt und packt alle auf einen Teller. Wobei, ich glaube, mehr als 3 passen nicht rein und ich habe auch gar nicht so viel Wasser gemacht. Leute, schaut euch auch den Teller an, Digga. Voll gut dafür. Okay, dann mach mal, AJ. Ja, der ist ja immer ein bisschen tief. Ja, Mann, die Nudeln sind ganz unter Wasser, wie ich sehe. Die ertrinkt ja fast. Ich esse übrigens immer noch Eis, Leute. Leute, hier sind 6 Stück drin und nur noch 2 sind in der Packung. Das heißt, ich habe mit dem Eis mein 4. dann. Toll. Leute, Vincent ist am Start, der alte Cutter. Wir haben beide gesagt, der Teller ist viel zu niedrig. Und AJ? Also, ich kann ja gut essen. Und ja, hier ein bisschen kleckern, Alter. Ja, jetzt komm. Nochmal Mountain Dew rüberschütten. Ah, nee, hast recht, AJ. Ist ja nur mein Tisch. Ja, voll oder weniger. Von 3 Nudeln, also 3 ganze Packungen in einen so kleinen Teller. AJ halt. Boah, jetzt haust du aber rein, AJ. Komm, Speed-Modus. Das Ding ist, ich hab Curry geholt und ich mag eigentlich nur Chicken. Nice. Komm, jetzt hau mal richtig rein. Zeig uns, wie viel Kamel essen kann. Oh, meine Pizza. Leute, meine Pepperoni-Pizza wird jetzt so schnell gegessen, dass ich noch vor AJ fertig werde. Leute, ich habe einen weisen YouTuber gesehen auf YouTube. Der hat gesagt, man muss das umdrehen. Der hieß Montana Black. Ah, oh mein Gott. Ich fange an zu fooden. Die Pizza musste ein bisschen abkühlen. Ich habe den Trick von Monta angewandt. Und ich muss hier auf dem Boden sitzen, weil AJ mir mein Sofa klaut. Spaß, da wäre noch Platz, aber wegen Kamera und so. Hier ist bestimmt. Erstmal alle Stücke markieren. No front edge, aber. Huch. Du hast gerade einen Stopp eingelegt. Gewinne, oder? Safe, perfekt. Ja. Ich esse ein Eis. Obwohl. Gönn dir. Dann esse ich die Nudellocke nicht mehr. Nice, diese Taktik, die du anwendest. Langsam verstehe ich sie. Nicht. Digga, du alter Cheater. Oh, ey. Packt sich 3 Nudeln in einen viel zu kleinen Teller, sifft meinen Tisch voll und isst am Ende nicht mehr auf und verschenkt das Eis. Ja, okay, ich esse die Nudeln nächstes auf. Bro, das ist mein letztes Stück. Push nicht, du alter Fettsack. Okay, Leute, wir arbeiten noch ein bisschen am Computer und ich habe hier schon die nächste Pizza am Start. Und ich habe schon ein bisschen gegessen. Ich habe vergessen zu filmen. Die waren noch warm. Deswegen esse ich jetzt weiter und dann gehen wir pennen irgendwann. Weil es ist schon 2:30. Ciao. Jo Leute, was geht ab? Der nächste Morgen ist angebrochen und ja, wir sind gestern erst um 4:30 oder so pennen gegangen. Ich bin übelst tired und ich habe übelst Hunger, Leute. Ich habe mir viel zu wenig Essen geholt. Ich muss jetzt nochmal dick frühstücken. Artus meinte, ich soll dir auch noch was mitbringen. Ich glaube, er hat die Riesen und seinen Red Bull weggehauen. Ich habe ja auch noch die Schnüre und die Schokolade gesnackt. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Ich hätte gerne 4 Käsebrötchen, 3 Sandtaler, eine Obstplunder, 3 Sandbrötchen. Guten Morgen auch von mir, Leute. AJ war schon einkaufen, weil er hat sich ein bisschen wenig Essen gekauft. Und ich dachte mir, ey, ich brauche auch noch eine Menge, weil ich will frühstücken. Und so konnte ich mir den Weg zum Laden sparen. Danke, AJ. Leute, wir haben ein fettes Frühstück am Start. Wir zeigen euch das mal. Ihr seht, hier steht auf jeden Fall eine Menge auf dem Tisch. Wir haben hier vom Bäcker ein paar geile Sachen, Kinderpingui. Ja, noch ein paar Produkte auch von gestern. Hier die Schokolade zum Beispiel und die Nudeln. Und ja, ungesunde Getränke sind natürlich auch am Start, ne? Sieht
schon sehr pornös aus, Digga. Ja, ich würde sagen, Digga, wir ballern jetzt richtig rein und hoffen, dass wir es schaffen, oder? Auf jeden, Alter. Bro, wie viele Kalorien haben wir danach? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was so ein Käsebrötchen hat, aber bestimmt schon eine Menge. Ja, wir rechnen alles zusammen dann, auch aus dem letzten Teil. Ja. Also alles aus den 24 Stunden und dann hoffe ich mal, dass wir die 10.000 geknackt haben. Ich bin richtig gespannt, Alter. Ich kann das gar nicht einschätzen. Okay, Leute, ich bin dabei, das letzte Käsebrötchen zu essen. Wir haben auch schon echt viel gegessen. Die Sandtaler, also AJ hatte einen, ich hatte zwei. Dann noch das Käsebrötchen, dieses dicke, und da waren auch 6 Scheiben Käse gefüllt drauf. Den Smoothie habe ich auch leer getrunken. In dem Orangensaft ist auch nicht mehr so viel. AJ liegt hier auf dem Boden, Digga. Bist du noch zu retten? Nackt, Alter. Vincent ist auch gerade vorbeigekommen, was geht? Was geht, Leute? Mal sehen, was ich noch alles essen kann, Leute. Aber erstmal das Käsebrötchen. Okay, Leute, AJ kann gar nicht mehr. Er meinte, er wird sich übergeben. Bruder. Was? Was? Wir haben beide aufgegessen. Ihr seht, die Teller sind leer. Die Getränke von uns beiden sind aber nicht leer. Ich habe zum Beispiel schon den einen Smoothie getrunken. Du aber noch nicht. Und ich würde sagen, wir machen einfach ein Battle. Wir müssen unsere Getränke leer trinken. Und der, der gewonnen hat, darf dem anderen eine Bestrafung geben. Digga, das ist jetzt schon... Ja, egal. Okay, oder du suchst eine Bestrafung aus für den Verlierer. Das wäre echt auch gut. Ja, ich habe schon eine Idee, aber die habe ich noch nicht raus. Ja. Okay, wir müssen fighten. Oh, Digga, das ist... nee. Okay, Bro, bist du ready? Wir können direkt anfangen. Das Ding ist, warte, mein Bauch ist anders voll, AJ. Machen wir jetzt Wetttrinken oder was? Ja, ja. Und der langsamer ist, muss eine Bestrafung machen, die Vincent ihm dann gibt. Aber lass die Müllermilch rausnehmen, bitte. Nein, das ist ja, ja gerade das so Krasse. Leute, ich bin laktoseintolerant. Und mein Bauch ist schon übel voll von dem Essen. Und wenn man dann noch so Milch und so äxt und Leute, ich habe schon so viel von dem Orangensaft getrunken, der hat auch so Fettsäuren und so und das macht sich auch bemerkbar. Naja, okay, es wird krass. Du bist ein Trinken, kleiner Hund. Hä? Es geht um die restlichen Getränke, AJ. Was? Ja. Ich höre direkt auf. Nein, er lügt. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Junge, jetzt komm, AJ. Weißt du, ich mach ganz gechillt und trink einfach. Ja, ich auch. Aber kein Zwang jetzt mehr. Ey, du kleiner. Komm, trink schnell. Ich kann nicht schnell trinken jetzt. Wenn ich da versuche zu exen, ich kotze direkt, ich schwöre. Okay, wenn ich jetzt gewinne und er noch ein ganzes Getränk über hat, darf ich ihm auch noch bestrafen geben. Und du bei mir, wenn ich noch eins über habe. Junge, das ist voll unfair. Ich hab doch von Anfang an ein Getränk mehr. Kleiner Hund, ich hab gar keinen Bock, Alter. Das ist so fucking schlecht, Digga. Ich kotze nicht und krieg eine Bestrafung. Dann nehme ich lieber deine Bestrafung. Dann kann ich ja auch wieder langsam trinken. Junge, auf damit, Alter. Das Ding ist, nee, Alter, du lässt mich vielleicht reinkommen, aber am Ende über... Ach, es ist gerade richtig hart, den schon zu trinken. Du nicht so. Ich weiß komplett ernst. Ja. Weil der hittet halt richtig, weil ich habe ja auch noch nicht gepinkelt oder so. Smoothies sind halt auch so hart zu trinken, weil die richtig sättigen und ich habe schon eingetrunken. Junge, du warst ja schon fast fertig auch. Ich auch, Digga. Oh. Vincent, mach Ehren. Mach was Chilliges. Okay, meine Getränke sind leer. AJ, da du noch über ein volles Getränk hast, darfst du ja von mir auch eine Bestrafung bekommen. Ich habe schon eine Idee. Den brauche ich jetzt, Leute. Oh. Ich habe auch extra ein bisschen warm gemacht, damit du dich nicht so ganz abquälst. Oh, ey, Dick. Ey, bleib da. Oh, Digga. Ey, was hast du mit meinem Sofa gemacht? Oh, Junge, ey, du kleiner Hund. Mein Sofa drippt, nein, Hilfe. Bro, du musst ja nicht einpinkeln. Zu viel getrunken. Okay, und was ist deine Bestrafung? Ey, warte, nein, mach nicht diesen. Reicht, Alter, eine reicht. AJ hatte schon eben die Idee mit dem Orangensaft über den Kopf. Ja, die ist gut. AJ. Digga. AJ. Hör auf. Eine Bestrafung brauchst du doch noch. Keine Orangensaft, oh. Digga. Keine Orangensaft. Oh. Dann verschonen wir AJ auf jeden Fall. Ich bin ultra satt. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wer hat eigentlich gewonnen und haben wir überhaupt die 10.000 Kalorien geschafft? Deswegen rechnen wir das mal durch. Die beiden Schokis sind übergeblieben, Leute. Die Chips versucht AJ sich jetzt noch reinzuziehen, oder was? Ein paar Chips zum Verdauen. Boah. Gleich muss ich kacken. Okay, Leute, wir müssen überlegen, was wir hatten und wie viel Kalorien die Produkte hatten. Wir haben einmal das, das, das,
das, das, das, das, das, das und das, das auch, das, oh, das auch, das, 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 das und wir haben am Ende einen Betrag von, aber das sind AJ und meine Kalorien zusammengerechnet. Ich alleine habe, und jeder, der Mathe kann, kann sich ausrechnen, wie viele AJ hatte. AJ hatte viel weniger. Ist klar, Leute. Ich habe gewonnen. Easy going. Haut rein. Lasst ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button. Folgt mir auf Instagram. Da ist ich alles weicher. Da seht ihr auch ein paar Bilder von AJ und mir vor Milton und so. Streamt meinen Song immer wieder auf Spotify. Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein. Peace.